Morgen zusammen und willkommen zur nächsten Etappe von Menden über Fröndenberg nach Wetter. So, hier muss der Opa Lutz erstmal ein bisschen die Kette wieder präparieren und dann folgt unser allmorgendliches Ritual und es kann losgehen. Wir sind immer noch auf dem Ruhrtalradweg von der Ruhrquelle, nicht ganz bis zur Rheinmündung, sondern bis nach Essen. Bis jetzt läuft es ganz gut, offensichtlich gibt es keine Steigung mehr. Das freut uns sehr. Also Leute, hier stellt sich ein ganz, ganz anderes Feeling ein vom Ruhrtalradweg, als wir bisher erlebt haben. Schlagartig ab Fröndenberg, eine andere Radkultur hier. Auch von der Beschaffenheit des Radweges, ne? Nicht mehr so viel Schotter und Steine und so was alles. Und es ist sehr belebt, ne? Große Radreisegruppen auch und landschaftlich verändert sich das auch. Also nochmal ganz, ganz anderes Ruhrgefühl hier. Wo ist denn der Opa? Überhol mal. Wie ein D-Zug. So fühlt sich Genussradeln an. Ah, der richtige Ort für ein kleines Päuschen. Da sind wir auch schon angekommen im schönen Wengern, Wetter an der Ruhr. Bombentour heute gewesen. 50 Kilometer. Irgendwie habe ich immer noch nicht genug. Also war ein ganz anderes Fahren, hat sich ein völlig anderes Feeling eingestellt. Die Strecke ab Fröndenberg, jetzt hier bis Wetter, Wengern, waren echt Hochgenuss gewesen. Also lebhafter Radreiseweg, toller Untergrund, erträgliches Wetter, also alle positiven Attribute. Das hat heute richtig Bock gemacht. Jetzt haben wir unser Quartier bezogen. Das ist, wie soll man sagen, für drei Mann, das ist so, ich sag mal, ein Hühnerstall als Nachtquartier. Ne? Schaffen wir auch noch. Also, wir sind 5 Kilometer von der Zeche Nachtigall entfernt, starten am Morgen in aller Ruhe und lassen jetzt mal die Eindrücke des Tages auf uns wirken. Das war eine wirklich schöne Tour, das hat Spaß gemacht, ne? Mit ein bisschen Wind, schön erträglich. Und jetzt geht es einmal reihum mit der Dusche und nochmal ein bisschen die Beine vertreten, irgendwas zu Abend essen und auch wieder zeitig zur Ruhe legen. Das war es erstmal für heute. Morgen geht es weiter in die finale Etappe Richtung Essen. Seid dabei, wenn ihr mögt. Wir sind nicht ganz ohne Wehmut, aber mit jedem Kilometer, den es dann gen Heimat geht, freut man sich natürlich auch. Bis dann, ciao.